So, damit haben wir jetzt bekommen. Oh lol. Wir sind ja noch im Menü. Ach verdammt, egal, scheiß drauf. Tarauch, würde ich mal sagen. So, wir fahren mit. Was fahren wir überhaupt? Mit Speiseeis 14. Wir brauchen es nicht, ne? Fahren wir jetzt nach Kiel, glaube ich. Wenn ich mich recht entsinne. Ja, und ich kau euch wieder ein Ohr ab. Und rede wieder über das, was mir in den Sinn kommt. Die letzten paar Folgen haben wir, oder habe ich ja, über Hühnerschreddern und dass man sich das wirklich mal durch den Kopf gehen lassen muss und dass man halt vor allem damit leben muss, dass es halt so ist. Und diese Folge habe ich mich genauso wie letzte Folge gar nicht vorbereitet. Beziehungsweise ich weiß halt nichts von gar nichts. Ich habe aber zumindest, ne, man erlebt ja den Tag immer verschiedenste Sachen und die kann man eigentlich immer sehr schön einbinden, weil man glaubt gar nicht, wenn man sich mal wirklich Gedanken macht, und das machen aber leider die wenigsten, dann kommt man auf total viel, egal was man gerade macht oder was man so für Hobbys hat. Und die Musik ist glaube ich ein Stück zu leise. Ja, die ist zu leise, wir sehen uns gleich wieder. So, und dabei ist mir auch mal direkt aufgefallen, dass wir die falsche Playlist anhatten. Aber gut, ne, kann mal vorkommen, so schlafen müssen wir nicht. Alles schon erledigt. Ja, also zum einen, genau. Also ich höre im Moment wieder echt mega gerne Ralf Schmitz, Moment, ich muss mal ganz kurz nicht hingucken. So, und 1A mit Sternchen hat funktioniert. Ne, genau. Hier siehst du, da haben wir es wieder. Ich habe ja letzte Folge neu erklärt, warum immer dieses Jahr genau, ne, genau. Ja, da kommt nur immer Paff. Oh, aua, das hat jetzt weh, weil wieder ein Gedanke voll in die Fresse und so. Ralf Schmitz Hörbücher höre ich im Moment sehr gerne. Darunter fallen Schmitz Katze, Schmitz Mama und Schmitz Häuschen, was letztes Jahr rausgekommen ist. Die ich alle tatsächlich als einzige legal erworben habe. Beziehungsweise natürlich nicht als einzige, aber wo ich finde, dass man den Künstler, in dem Fall halt Ralf Schmitz, auch unterstützen sollte, weil Ralf Schmitz ist schon immer ein sehr sympathischer Künstler gewesen, weil er halt so viel intuitiv gemacht hat und ja. Und das ist eine sehr schöne Eigenschaft, finde ich. Genauso wie er ja auf seinem Bühnenprogramm immer eigene Sachen macht, beziehungsweise immer eigene wie heißt denn das? Jetzt komme ich da nicht drauf. Improvisation, genau, also improvisiert auch ganz viel und also immer so mit so einem, ne, kleinen roten Faden, aber am Ende dann doch improvisiert. Und das finde ich halt immer ganz cool bei dem und deswegen, also boah, und ohne Witz, ne, die Hörbücher, wo er immer wieder betont, dass sie wahr sind, das finde ich so witzig, ohne Witz, selbst wenn es nicht wahr wäre, aber so sowas Dämliches kann man sich gar nicht einfallen lassen. Gut, das eine oder andere ist bestimmt überzogen, aber das ist mir egal, weil ich finde es halt trotzdem richtig witzig. Und zum Beispiel, wie er dann davon erzählt, wie er dreimal das gleiche Waschbecken stellen musste, weil dreimal nach ähnlichem Ablauf Unfälle passiert sind, dass halt ein Lämpchen im Bad ausgetauscht werden musste und das musste von einem Elektriker gemacht werden, um die Garantie zu gewährleisten. Und dem ist dann das Lämpchen runtergefallen, das ist dann auf die auf das Waschbecken gefallen, das Waschbecken ist gebrochen. Ich weiß nicht, was das für ein Lämpchen ist. Genau, das Waschbecken ist dann gebrochen. Dann kam der Sanitärtyp und hat das Waschbecken ausgetauscht. Dabei hat er dann mit seinem Werkzeug, dadurch eine Fliese kaputt gemacht. Dann hat er sich den Fliesenleser, wer kennt ihn nicht, den Fliesenleger geholt, der ihm dann die Fliesen neu gemacht hat.
Dabei hat er aber das frisch gestrichene Sideboard erwischt. Frisch gestrichene Sideboard erwischt, das dann von dem Maler neu gemalt werden musste. Oha. Die habe ich da aufdrehen. Ja, Torfrock ist auch witzig. Jo, ey, gar nicht lauter Sound. Kleinen Engel zugen rum in ihren Tee. Ich wusste gar nicht, aber ist das nicht GEMA gestellt? Ach, keine Ahnung, ist auch egal. Das ist das Weihnachtslied von denen. Das auf jeden Fall ist in der Band der Schlagzeuger, das ist Brösel, also der Macher von Werner. Und Werner kennt ja wohl mittlerweile jeder. Also Werner, wer die Werner-Filme nicht geguckt hat, sollte sich jetzt sofort im Laden, online oder sonst irgendwie diese Filme beschaffen und in einem durchgucken. Das war knapp. Ja, okay. Nee? Gut, dann auch nicht. So. Hauptsache erstmal Vollfahrt erstohlen und erholen. Was? Naja. Genau. Und also Werner-Filme sind extrem witzig, ohne Witz. Also nicht ohne Witz, sondern halt mit Witz. Aber, ach, keine Ahnung, ist auch egal. Und halt alle aus seiner Band, ich glaube, ich weiß nicht, ob er selber auch eine spricht. Also jeder von denen hat eine Rolle und der Hauptsänger spricht halt die Hauptfigur in dem Fall. Und echt so witzige Filme. Ich wusste zum Beispiel auch gar nicht, dass die anderen tatsächlich auch eine Rolle haben. Das habe ich nämlich heute erst festgestellt, weil ich die Playlist heute nochmal durchgegangen bin. Und dann, ach guck mal, das ist ja auch noch da drin. Und stimmt, deswegen ist es völliger Quatsch, dass ich das nicht weiß, sondern ich weiß das, aber ich, das kam halt noch nicht dran, deswegen war ich ganz kurz überrascht. Naja. Und hab das mal gegoogelt und die haben wohl auch ganz gute Lieder an sich, finde ich, ganz cool. Aber was sie vor allem haben ist, also der eine hat total die krasse Stimme. Das, ey, ohne Witz, das ist echt mega übertrieben. Und dann, was? Gleich ist hier Achterbahn. Und dann ist die Tasse von Oma. Die einzige Tasse von Oma. Und dann also passieren halt ganz, ganz komische Dinge. Und die tricksen da immer wieder die Polizei aus und verarschen die. Und Werner will zum Beispiel im ersten Film eine Sache beim TÜV anmelden. Also hier Wurstblinker und so eine Kacke. Müsst ihr euch echt mal reinziehen. Also, warte mal, wie war das? In den letzten 30 Jahre gab es das jetzt schon. Und 5 Filme kamen, glaube ich. Ich glaube, das kommen wir, ja, genau. 5 Filme kamen. Und der letzte ist wieder ein Kerl. Ich glaube, der kam 2010 oder 2011. Naja. Und am besten ist natürlich immer Herr Röhrig, ey. Ohne Witz, ihr müsst euch mal Compilations oder so von Herrn Röhrig reinziehen. Wie kann man auf solche Ideen kommen, Alter? Das musst du ja erstmal zeichnen und fertig machen und dann... Boah, Alter, was das teilweise für durchgeknallte Sachen sind. Der bohrt der, ja, bei Frau Hansen. Musste er durch so ein Dingens bohren. Und auf der anderen Seite schläft der Hund. Und Herr Röhrig bohrt halt da durch, ne? Und trifft zufälligerweise genau das Loch, also den Hund. Und schwer. Hä? Warum habe ich Umwucht? Und haut damit Vollgas einmal durch. Der Hund auf der anderen Seite wird so sprungfederartig quasi die ganze Zeit gegen die Wand und wieder hin und her und hin und her gedrückt. Und auf einmal klatscht er da so runter und landet auf der anderen Seite der Wand. Und die Wand, also nicht die anderen Seite, auf der anderen Seite an der Wand des Raumes auf einem Bild. Also in einem Rahmen halt. Und natürlich ist auf der Wand, auf der Wandseite, wo der Hund vorher gesessen hat, wir erinnern uns, der hängt jetzt im Bildrahmen, so ein kackbrauner Rand, also so ein Kreis halt. Und
Herr Röhrig und wie heißt er denn noch? Hübenbecker, hä? Gehen dann beide rüber und gucken sich das an und da sagt dann halt der Röhrig, oh, guck mal, ich habe sogar die Mitte getroffen und dann gucken die sich den Hund an, der da so hängt und so matschig ist und, oh, das ist ja, was ist das denn, moderne Kunst oder was? Das ist ja geschmacklos, wa? Und so eine Kacke, ey, so witzig, ohne Scheiß, ne, das ist echt der Wahnsinn, ey, da, boah. Puh, ihr seht schon, ich krieg mich gar nicht mehr wieder ein. Nee, aber es sind wirklich sehr, 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 sehr schöne und witzige Lieder, sag ich schon, Filme. Also wirklich sehr witzige Filme. Und, naja, was gibt's denn sonst noch sozusagen? Jetzt bin ich darauf gekommen, was wollte ich denn eigentlich erzählen? Genau, ich höre im Moment Ralf Schmitz Hörbücher ganz gerne. Und finde die Art und Weise, die er dabei spricht, ganz cool. Und ich verknüpfe ja damit auch Erinnerungen. Ne? Wenn ich jetzt, ich habe jetzt zum Beispiel Schmitz Mama gehört und verknüpfe damit immer noch den, ich weiß nicht, wie lange das her ist, bei mir von Temple Run 2 besten Rekord aufgestellten Rekord von ich weiß nicht wie vielen Metern. Und wie ich mich da gefreut habe, ey. Und oh mein Gott. Und dabei habe ich Schmitz Mama das erste Mal gehört. Oder auch Schmitz Katze. Da habe ich damals auf meiner M3 DS-Karte GoldenEye, 007 GoldenEye gespielt. Ey, einer der wenigen Ballerspiele, die es gab, die cool waren für den DS. Ey, ohne Witz. Boah, ey, diese Mehrspielkarten sind so gut. So, Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz böcken, um meine Socke wieder aufzuheben. Ich habe mir nämlich heute Sneakers gebastelt. Jetzt kommt natürlich Bastel... sorry, ich bin kurz vom Mikrofon. So, jetzt kommt natürlich Bastelkurs mit Silas. Na, wie bastelt man sich denn Sneakers? Man nehme eine normale Socke. Oh, der Rand kommt näher. Und gucke sich an, wie der... wie hoch der Rand, also wie hoch ist normaler Sneaker und dann schneidet man da ab, wo geht und dann Sneaker. Ja, ich meine, ich habe 20 Paar Socken. Boah, Alter, jetzt kommen die ganz alten Dinger, wa? Ganja Monster, das hatte ich ja auch zuletzt vor einem Jahr oder so. Das war damals in irgendeinem Mix drin und das fand ich so geil, das Lied. Das ist auch geil. Down, 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 geil. Hier, warte, jetzt kommt der Drop. Ach ja. So schöne, tolle Sachen. Naja. Ja. Ich hab ja auch schon überlegt, weil jetzt... Alter, ein letztes Test zu machen. Über ein Spiel. Das, ich sage mal... sehr tiefgreifend ist, was 2D-Animationen im sexistischen bzw. verkehrartigen Sinne ist. Das hat mir die Laurels geschickt, Alter. Ich dachte, ich konnte nicht mehr, als ich das gespielt habe, Alter. Naja, auf jeden Fall war ganz super toll. Aber wenn ich das spiele, dann müsste ich mir so viel Mühe damit geben, die Sachen zu... transferieren, das heißt also, dass man die nicht mehr richtig erkennt und dass man halt einfach kein Bezugspunkt mehr hat, was ist das falsche Wort, wie heißt das? Dass man keine Geschlechtsteile sieht. Aber das ist jetzt die primären oder die sekundären sind sekundär, du Düssel Silas, ey, Alter, kann ich sprechen. Geschlechtszelle sind egal, weil am Ende liegt alles frei und alles komplett blickfrei und boah, Alter, ey. Ich dachte echt, jetzt geht's los, Alter, als mir das geschickt hat. Oh, und dann habe ich gerade, boah, wir haben jetzt 23 Uhr und ohne Scheiß, ne, ich habe gerade mal Haunted Memories aufgenommen als letzter Test und auch Haunt. Boah, ey, bei solchen Spielen scheiße ich mich immer so krass ein, das ist der Wahnsinn, ey.
wie ich mich erschrocken habe, weil, weißt du, auf einmal kommt dieser Krisseleffekt und du weißt, okay, jetzt ist es eh egal, aber ich wusste dann halt nicht, bei Slender kommt der dann ja nochmal so her und macht so wump. Weißt du, also so. Nee, das war falsch. Also kommt dann halt nochmal so her und hat halt nochmal einen so einen Schreckensmoment und wusste ich halt nicht und hab Augen zugemacht und mich in meinen Stuhl gelegt und boah, ey. Deswegen, also Horrorgames sind so gar nichts für mich. Auch Outlast und so könnte ich niemals spielen. Oder hier dieses komische, wo die da in dieser Krankenanstalt sind und auch Five Nights at Freddy's und so. Boah, nee, Alter. Nee, das geht gar nicht. Das geht echt gar nicht. Vor allem mit dieser doofen Klingel. Din, 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 din. Nee, nee, nee. Da ist ja Haunted noch läppsch dagegen quasi. Na, kommst du nochmal vorwärts? Ich sehe auch gerade, ja hier, da Schmitz Häuschen und Schmitz Mama habe ich noch als, oder habe ich als Playlist drin und Schmitz Katze habe ich halt nicht als Playlist drin, weil ich das nur nicht übertragen habe von CD auf iTunes, weil ich finde das halt einfach viel praktischer. Ich habe noch nie was über iTunes gekauft, weil ich halt auch ganz gut finde, wenn man was hat, was man vielleicht auch nochmal weiter verschenken kann, falls man es nicht mehr haben will. Und nicht unbedingt nur eine selbstgebrannte CD ist. Obwohl auch eine selbstgebrannte CD teilweise Wunder wirken kann. Also was ich teilweise zu Geburtstag da geschenkt habe, wo ich auch so dachte, oh Mann, ey, das kann echt nicht wahr sein. Und dann, oh mein Gott, die wollte ich haben. Oh, geil. Und kannst du mir davon noch mal eine machen, weißt du?